Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bei mir zum Mittagessen ist Kartoffeln mit Sauerkraut, habe ich auch noch Kassler dazu gegeben und das alles habe ich im Backofen einfach überbacken lassen. Und so sieht mein Gericht heute aus. Sehr lecker, sehr saftig und mal ein bisschen was anderes als einfache gekochte Kartoffeln mit Sauerkraut. Und wenn ihr Interesse habt, wie ich, heute habe ich mein Mittagessen gekocht, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen. Und vielleicht für eine oder die andere wird ein Anregung, mal was anderes zu kochen. Ich wünsche euch viel Spaß. Als erstes müssen wir Kartoffeln schälen und in so eine etwas dickere Scheiben schneiden als zum Bratkartoffel. Etwas dicker als Bratkartoffel. So, und werden wir dieses Kartoffel jetzt blanchieren. So, Wasser kocht schon bei mir und können wir jetzt den Kartoffel in heißes Wasser geben. Habe ich schon auch Salz reingemacht in Salzwasser und werden wir das vorkochen. Vielleicht so 5-6 Minuten. Es kommt aber darauf, was für so ein Kartoffel ihr nehmt. In meinem Fall ist das vorwiegend festkochende Kartoffel. Und einfach mal probieren, einen rausnehmen und probieren. Es soll fast fertig sein. Nicht auseinanderfallen, aber fast fertig sein. So, jetzt geht das auf den Herd zum Kochen. Als nächstes werden wir Kohl vorbereiten. Ich nehme mein selbst angelegtes Sauerkraut. Es kann man auch natürlich ganz normal aus der Dose oder aus dem Glas nehmen und probiert den nach dem Sauerkraut. Manchmal den Sauerkraut ist wirklich so sauer, dann verdirbt ihr fast das ganze Gericht, weil dann das ganze Gericht ist sauer. Der Tipp ist einfach jetzt unter kaltem Wasser abspülen, ganz kurz abspülen, abtropfen lassen und danach können wir es verwenden. Sauerkraut werden wir auch kurz anbraten und dafür nehme ich ein Zwiebel, schneide ihn klein und dann braten wir in die Pfanne. So, jetzt gehen wir ans Herd und braten wir erstmal den Sauerkraut. So, Kartoffel kocht schon 5 Minuten. Hole jetzt einen raus und schau, wie gar ist der. Ja, er kann noch eine Minute in heißem Wasser liegen. Habe ich jetzt ausgemacht und dann geben wir das auf den Sieb. Hier auf den Herd habe ich gestellt Pfanne und in die Pfanne vielleicht so 1,5 Esslöffel Öl reingemacht. Heiß werden lassen und dann werden wir erstmal den Zwiebel anbraten. So, und jetzt kann ich erstmal den Kartoffel absieben. So, den Kartoffel abgesiebt und kann man ihn ausdampfen lassen. So, der Zwiebel riecht schon richtig schön. Und jetzt können wir den Sauerkraut reingeben. Wir werden etwas angewürzt mit Kümmel. Kümmel ist es gut wegen schon verdauen, wegen Sauerkraut. Ist dann bekömmlicher. Schwarze Pfeffer und ganz bisschen Zucker. Dann habe ich mir noch abgehoben Wasser von dem Kartoffel und gebe da rein unsere Gemüsebrühe, getrocknete, so 2 Teelöffel. Verrühren. Als erste geben wir ein großes Schuss Weißwein. Dann die Brühe, decken wir es zu und lassen wir ungefähr so 15-20 Minuten richtig schön schmoren. Bis das Kohl wird fertig gekocht, können wir aber weitermachen. Ich habe jetzt so eine Auflaufform genommen, die ist bei mir 32 cm lang und 20 cm breit. Habe ich mit Butter bestrichen. Und jetzt können wir ganz unten den Kartoffel verteilen.
Dieses Gericht kann man vegetarisch zubereiten. Obendrauf gleich schon den Sauerkraut drauf machen. Habe ich auch schon so gemacht. Auch schmeckt sehr wunderbar lecker. Heute möchte ich gerne aber mit Kassler machen. Und ich wollte Kassler nicht getrennt zubereiten, sondern einfach mache eine Schicht Kasslerwürfel auf den Kartoffel und dann obendrauf Sauerkraut. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch vielleicht angebratene Gehacktes da reinmachen oder Schinkenwürfelchen. Oder wie gesagt, kann man auch vegetarisch zubereiten. So, das haben wir jetzt. Und wir haben noch Zeit, bis das Sauerkraut fertig wird, werden wir diese Schmandhaube zubereiten. Dafür nehme ich einen Becher Schmand, kann man auch saure Sahne nehmen, wenn ihr möchtet, oder Creme fraiche. Und dann brauchen wir noch Apfel, wie es gehört zu dem Kohl. Oder ihr nehmt einen frischen großen Apfel und püriert ihn mit ein bisschen Zitrone zu so einem Püree. Oder ihr nehmt, wie ich, einfach einen Apfelmus. Und mein Apfelmus, eigentlich koche ich ihn ohne Zucker, weil unsere Äpfel wirklich sehr süß und funktioniert wunderbar. Diese Gläschen ist von 22 und steht einfach frei. So gebe ich dazu, naja, prima Daumen, so ein halber Gläschen schon, weil ich habe eine große Form. Muss mal auch an die Form anpassen. So, aber halber Gläschen kann ich ruhig nehmen. Dann zwei Eier. Wenn ihr die Hälfte nehmt, macht, dann reicht das eine. Und dann natürlich würzen wir mit Pfeffer, Paprika edelsüß und ein bisschen Salz. Das alles gut verrühren. Das geht dann ganz oben drauf auf den Sauerkraut. Ich finde, mit Apfelmus es ist viel einfacher, schneller geht es und sogar schmeckt mir besser, als wenn wir frische Apfel nehmen. So, fertig. 20 Minuten habe ich den Kohl geschmort und jetzt geben wir so gleichmäßig oben drauf. Den Backofen habe ich schon angemacht auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Wir brauchen jetzt nur, dass alles so zusammen wird überbacken. Oben drauf unser Schmand mit Apfel und Ei. Gerade gut, perfekt gereicht. So, und das geht jetzt bei 180 Grad Ober-Unterhitze ungefähr für 30 Minuten überbacken. So, meine Lieben. Unser Essen ist fertig. Leider, ich habe ein wichtiges Telefonat bekommen und musste meinen Backofen einfach schnell ausmachen. Und deswegen ist mein Essen, hat sich schon ein bisschen beruhigt und pluppert nicht so toll. Aber es ist auch nicht schlimm. Es ist noch alles sehr heiß. Obendrauf geben wir noch ein bisschen was Grünes. Und dann können wir schon servieren. Der Auflauf ist absolut nicht trocken, ist richtig schön saftig, mit allen Schichten, schaut ihr, wunderbar. Sehr lecker, schaut ihr, duftet sehr, sehr, sehr lecker, liebe Freunde. Und sehr, sehr saftig, schaut ihr, alles ist da. Probiere, schmeckt sehr lecker. Aber innen drinnen ist sehr, sehr heiß. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, Nachkochen. Probiert mal was anderes als einfach nur gekochte Kartoffeln mit Sauerkraut. Es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Ich wünsche euch alles Gute, liebe Freunde. Ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiterteilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!